Hallo und willkommen zurück mit den neuesten Nachrichten über The Rote Rosen. Anton wird auf eine Anzeige in einem Männermagazin aufmerksam. Mona keult sich mit ihrer Eifersucht. Ben geht Tina auf die Nerven, beim Lesen eines Männermagazins stößt Anton auf eine Website für schwule Kontakte. Neugierig meldet er sich an und bekommt direkt Nachrichten von anderen Jungs. Tina sieht zufällig auf Antons Laptop die Website und fragt ihn, ob er schwul ist. Anton erstarrt. Mona treiben Misstrauen und Eifersucht um, betrügt Andreas sie? Thomas rät ihr, sich nicht in Missverständnisse hineinzusteigern. Doch da sieht Mona Andreas zusammen mit Amelie im vertrauten Gespräch. In Mona rumort es. Tina geht die überzogene Fürsorge von Ben gewaltig auf den Keks. Durch Merle kommt sie auf die Idee, Ben so sehr zu strapazieren, bis er damit aufhört. Carla ist nervös, ob der erste Single-Kochkurs ein Erfolg wird, doch dank Walter läuft es richtig gut. Auch Merle hat es gefallen, dank eines anderen Teilnehmers. Um Gunther von den Gedanken an David abzulenken, drängt Thomas darauf, ein neues Sofa zu kaufen, ganz unkompliziert, im Internet. Und prompt geht das schief. Schreiben Sie uns in der Zwischenzeit Ihre Gedanken in den Kommentarbereich unten. Und wie immer, besuchen Sie unseren Kanal, um die neuesten Nachrichten, Updates und Enthüllungen über Rote Rosen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Tschüss.